Jo, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal, ja? Ihr habt richtig gelesen, heute geht es um meine Prediction zu der Credit Suisse Super League 2023-2024 Saison. Warum ich das mache? Keine Ahnung, ich habe es bei Gamer Brother bei der Bundesliga gesehen und ich dachte mir, ist doch eine coole Idee, das auch für die Schweiz zu machen und deshalb mache ich es. Natürlich auf Schweizerdeutsch, damit mich auch alle Deutschsprachigen verstehen, damit vielleicht auch der ein oder andere sich ein bisschen mehr für die Schweizer Liga interessiert. In diesem Jahr hat sich einiges verändert und all die Informationen folgen jetzt. Bis zu dieser Saison war es so, dass die Liga 10 Mannschaften beherbergt hatte. Die ersten beiden kommen in die Champions League Quali, der dritte und der vierte in die Conference League Quali, der neunte geht in die Barrage, in Deutschland auch anders bekannt als die Relegation, und der zehnte steigt direkt ab in die Challenge League. Bis zu dieser Saison war es so, dass 10 Mannschaften die Liga beherbergt hatten. Nun sind es 12 und es wird in einem neuen Modus gespielt. Zuerst werden 33 Runden gespielt, wo jede Mannschaft dreimal gegeneinander spielt, da man ja jetzt 12 Mannschaften hat. Nach diesen 33 Spielen wird die Liga geteilt, jedoch die Punkte bleiben gleich. Und dann spielen die obersten 6 um die Meisterschaft bzw. um die internationalen Plätze und die unteren 6 Mannschaften spielen um den Abstieg. Wer am Ende auf dem ersten Platz ist, wird Meister. Die Plätze 2 bis 4 sind die internationalen Plätze, die je nach UEFA-Koeffizient anders belegt sind mit Champions League, Europa League oder Conference League Quali. Platz 11 geht in die Relegation und Platz 12 steigt direkt ab. Dies ist die erste Modusänderung seit der Einführung der Super League im Jahre 2003-2004 und seitdem sind auch nur 3 verschiedene Mannschaften Meister geworden: der FC Basel, der FC Zürich und der BSC Young Boys. Ob der Modus es wirklich wert ist, würde es in diesen oder in den nächsten Jahren zeigen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, auch wenn ich etwas kritisch darüber eingestellt bin. Aber eine Veränderung kann auch etwas Gutes bedeuten, aber auch etwas Schlechtes. Vielleicht wechseln sie auch in ein paar Jahren wieder zurück, man weiß es nicht. Doch genug von der Theorie, jetzt komme ich zu meiner Prediction. Da dieses Skript natürlich noch vor Saisonstart am 22.07. geschrieben wurde, beziehungsweise eine Woche davor, können sich natürlich noch einige Dinge an den Mannschaften verändern. Das Transferfenster ist noch sehr lange geöffnet und es kann noch zu sehr vielen Veränderungen kommen, weshalb natürlich die Prediction auf den Tatsachen von jetzt beruht und nicht auf den Tatsachen vom Ende des Transferfensters. Weil sonst würde eine Prediction zu der Saison auch nicht wirklich Sinn machen, meiner Meinung nach. Fangen wir mit Platz 12 an. Auf Platz 12 habe ich Stade Lausanne Uschi. Der Quartierclub aus Lausanne hat sich nach einer sensationellen Barrage gegen den FC Sion mit 6:2 durchgesetzt und ist somit das erste Mal in das schweizerische Oberhaus aufgestiegen. Auf dem Transfermarkt ist bei Stade Lausanne Uschi noch nicht so viel passiert. Auf jeden Fall haben sie ihren besten Scorer und Torschützen Teddy Oku an den FC Luzern verloren, mein Team. Und ja, man darf gespannt sein, wie sie diesen Abgang ersetzen können. Natürlich muss da ein adäquater Ersatz her, wenn man im Oberhaus bestehen bleiben will. Da diese Mannschaft noch keine Super League-Erfahrung hat und ich auch ihren Spielstil nicht so gut einschätze, dass sie in der Super League bleiben können, denke ich, dass sie nächstes Jahr absteigen werden. Sie sind auch nur knapp dann noch in die Barrage gekommen, beziehungsweise in die Relegation, und deshalb denke ich, es wird nächstes Jahr nicht für sie reichen. Platz Nummer 11 belegt für mich Yverdon Sport. Die sind letztes Jahr mit dem ersten Platz direkt in die Liga aufgestiegen. Doch für die nächste Saison traue ich ihnen maximal die Barrage zu. Sie haben bisher sehr viele Abgänge zu verzeichnen, vor allem viele Abgänge ohne Ablöse zu erhalten, da sie mit insgesamt schon 6 Spielern den Vertrag aufgelöst haben oder diese nicht verlängert haben. Der Transfer von Koro Kone war wahrscheinlich der schmerzhafteste, da man somit seinen besten Torschützen der letzten Saison an den FC Thun verlor. Man darf aber immer noch gespannt sein, was sie aus dem Hut zaubern können. Vielleicht holen sie noch den einen oder anderen raus, da sie jetzt auch Stand heute einen neuen Investor haben, beziehungsweise einen amerikanischen mehrere Investoren, bin ich mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall könnte da noch vielleicht Geld locker gemacht werden und vielleicht werden sie es auch höher schaffen, aber ich sehe für sie nur Platz 11. Kommen wir zum 10. Platz und da sehe ich überraschenderweise den Grasshopper Club Zürich. Zwar haben die Zürcher gleich viele Zu- wie Abgänge, aber man muss sich die Frage stellen, ob sich die neuen Spieler wirklich als Verstärkung darstellen können. Man verlor unter anderem Noah Losli an den VfL Bochum, Skelchim Demerschei an den FC Aarau, ebenfalls verlassen haben den Verein Peter Pusic, André Moreira und Christian Herz, und Kwabes Laie von den Wolverhampton Wanderers ist ausgelaufen. All diese Spieler haben die GC-Mannschaft in den letzten einigen Jahren geprägt, vor allem Peter Pusic, das GC-Eigengewächs und der Aufstiegsheld vor 3 Jahren, ist jetzt weg, Vertrag wurde nicht verlängert und das müssen die Zürcher erstmal verkraften.
Mit Pascal Schürp und Michael Kempter konnte man direkt zwei neue Spieler verpflichten, die man in der Super League schon kennt. Jedoch ist zum Beispiel Pascal Schürp, der vorhin beim FC Luzern war, sehr verletzungsanfällig und auch nicht mehr der Jüngste. Michael Kempter war auch verletzt und ist vom FC St. Gallen gekommen. Vielleicht werden die Grasshoppers auch noch höher steigen dieses Jahr, doch ich sehe für sie nur den 10. Platz. Auf dem 9. Platz haben wir meinen ersten Hot Take, den FC St. Gallen. Auch wenn mir der FC St. Gallen persönlich völlig unsympathisch ist und ich bei dem Dialekt Bock auf Neo-Angin bekomme, muss ich hier eine objektive Bewertung abgeben. Und das tue ich. Der FCSG hatte in den letzten Jahren bis auf eine Ausnahme nie gut überzeugen können. Der offensive Spielstil von Peter Zeidler war Fluch und Segen zugleich. Doch in diesem Jahr könnte der Downfall kommen. Man verliert mit Gilmeno, Magliza und Latlat gleich drei Leistungsträger der letzten Jahre. Dazu gehen auch noch drei weitere Spieler an direkte Liga-Konkurrenten. Dafür konnte man B-Team Fassli vom FC St. Pauli nach einem Jahr wieder zurückholen. Die weiteren Zugänge sind für uns im Moment noch ein unbeschriebenes Blatt. Wenn diese nicht überzeugen, wird es schwer für den FC St. Gallen in der nächsten Saison. Auf dem souveränen 8. Platz sehe ich Lausanne-Sport, die Fahrstuhlmannschaft der letzten Jahre. Nach nicht so einem ganz souveränen Aufstieg in der letzten Saison ist man wieder im Oberhaus angelangt und will nun mit dem Chemiekonzern Ineos so richtig angreifen. Seit der Übernahme ist man schon zweimal ab und wieder aufgestiegen. Man will hoffen, dass es dieses Jahr nicht wieder zum Abstieg kommt. Laut eigenen Aussagen werden noch ein, zwei Transfers dazukommen, aber mit den Zuzügen von Kali Sen und Marvin Spielmann hat man auf jeden Fall zwei Spieler gewonnen, die schon einige Erfahrungen in der Super League sammeln konnten. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich Lausanne dieses Jahr verkaufen wird und ich denke, Platz 8 würde da ziemlich gut reinpassen. Kommen wir nun zu Platz 7 und zu einem weiteren Hot Take. Ich setze hier auf Servet, da ich denke, dass sie dieses Jahr die Qualifikation für entweder Champions League oder Europa League schaffen können. Servet hatte letztes Jahr einen ziemlich guten Kader und auch wenn die neu besetzte Trainerstelle mit René Weiler einige Zweifel offen lässt, könnte dieses Jahr ein gutes Jahr werden im internationalen Geschäft. Dafür muss man sich zuerst gegen den KRC Genk durchsetzen. Aus meiner Sicht machbar, nicht unmöglich. Das war es jetzt mit der Relegation Group, kommen wir zu der Championship Group. Auf Platz 6 sehe ich den FC Zürich. Vor zwei Jahren konnte man souverän den Schweizer Meistertitel holen mit André Breitenreiter als Trainer, doch bis auf die kleine Ausnahme ist man seit dem Aufstieg immer zwischen Platz 8 und 6 herumgetülpelt. Ich sehe dieses Jahr ebenfalls den Platz 6, da man bisher keine großen Abgänge vermelden konnte, aber auch noch keine guten Spieler dazu holen konnte. Auf Platz 5, ein weiterer und aber auch mein letzter Hot Take für dieses Video, der FC Winterthur. Im letzten Jahr hat man das erste Mal seit 37 Jahren wieder im Schweizer Oberhaus spielen können und konnte sich vor der Barrage retten und kann jetzt diese Saison so richtig angreifen. Der FC Winterthur hat richtig aufgerüstet. Nicht nur hat man mit Patrick Rahmen einen sehr erfahrenen Trainer nun an der Seitenlinie, ebenfalls konnte man einige neue Spieler verpflichten, sowie Randy Schneider vom FC St. Gallen, Silvan Zieler, früher vom FC Luzern, vorher Bielefeld, Basil Stielhardt ebenfalls vom FC St. Gallen, Aldin Turkes von Lausanne und Luca Zuffi vom FC Sion. Gleichzeitig konnte man Lataya für ein weiteres Jahr vom FC Basel ausleihen und auch Jankiewicz vom Meister für ein Jahr zu sich lotsen. Wenn sie jetzt noch die Justo halten können, denke ich, dass das ein ziemlich erfolgreiches Jahr für den FC Winterthur werden könnte. Auf Platz 4 sehe ich meinen FC Luzern. Man musste zwar einige schmerzhafte Abgänge verkraften, so wie Marius Müller in Richtung Schalke 04, Pascal Schüpf in Richtung Grasshopper Club Zürich, Dejan Sorgic in Richtung FC Sion und leider konnte man auch Mohamed Träger vom Nottingham Forest nicht halten. Ebenfalls verlassen wird der Verein wahrscheinlich Adon Yashari, er wird auch sehr wahrscheinlich zum FC Basel wechseln, was mich persönlich ziemlich wütend macht, aber er wird der Rekordtransfer für den FC Luzern sein und ziemlich viel Kohle einbringen. Ja, wenn das Video rauskommt, wissen wir vielleicht schon mehr. Man konnte aber auch einige Spieler für sich gewinnen, unter anderem Dario Ulrich vom FC Vaduz, Kevin Spadanuda von AC Ajaxo von der Ligue 1, er hat früher auch beim FC Aarau gespielt. Auch dazu gekommen ist Kemal Ademi von einem türkischen Verein, dessen Namen ich nicht kenne. Er hat früher aber auch schon für den FC Basel und Xamax Neuchâtel gespielt. Ebenfalls konnte man den besten Scorer und Torschützen von der letztenjährigen Challenge League für sich gewinnen. Der Name heißt Teddy Oku. Er ist sehr flink, hat einen sehr guten Zug zum Tor und wahrscheinlich seit seinem legendären 5:2 in der Barrage gegen den FC Sion für jeden einen Namen. Doch für mich als Platz 4 würde es aus meiner Sicht trotzdem nicht reichen, da der FC Luzern, wie schon immer eigentlich, nicht die Konstanz aufweisen kann, eine Saison gut durchzuspielen.
Es gibt mal schlechte Phasen, es gibt mal gute Phasen und mal auch Phasen, wo einfach mal ein Spiel gewonnen wird, dann wieder verloren, dann wieder unentschieden und so weiter. Und deshalb denke ich, dass Platz 4 der richtige Platz für den FC Luzern ist. Auf Platz 3 habe ich den FC Lugano. Genau gleich wie im letzten Jahr. Man konnte sich schon fix für die Conference League qualifizieren, wenn es gut für die Luganesi kommt, schafften sogar die Qualifikation für die Europa League. Der FC Lugano spielt in den letzten Jahren sehr guten Fußball und konnte beweisen, dass man auch mit der Top 3 in der Schweizer Super League mithalten kann. Durch die Qualifikation für das internationale Geschäft kommen auf jeden Fall noch einige Millionen dazu, die auf jeden Fall den Kader noch verstärken könnten. Nun fehlen noch zwei Mannschaften, die BSC Young Boys und der FC Basel. Hier gibt es aus meiner Sicht keine Überraschung, der FC Basel wird Zweiter und IBE wird Meister. Bei Basel könnte ich mir vorstellen, dass sie sich dieses Jahr wieder für das internationale Geschäft qualifizieren, doch ich denke, dass sie dieses Jahr die Balance zwischen internationalem Geschäft und Liga besser hinbekommen. Auch wenn mit Diouf, Pelma und Males und mittlerweile auch Amdouni 4 Leistungsträger den Verein verlassen haben, konnte man die Kasse gut füllen, auch wenn man stark im Minus ist. Da wird man trotzdem je nachdem noch einige Spieler holen können, die den Kader qualitativ verstärken könnten, da der FC Basel zwar viele Spieler hatte letzte Saison, aber viele nicht die Qualität bringen konnten, ja, war der Ausgleich danach in der Liga nicht so vorhanden, weshalb es letztes Jahr nur für den schwachen 5. Platz reichte. Dieses Jahr will man das ändern und zumindest wieder an IBE rankommen, nicht 30 Punkte von ihnen weg sein. Ich denke, wenn sie Ardon Yashari wirklich zu sich holen können, wäre das schon eine echte Verstärkung für sie. Aber mal schauen, wie es herauskommt. Aber ich setze fest auf Platz 2 mit dem FC Basel. Und natürlich auf Platz 1, wer hätte es gedacht? Die BSC Young Boys. Sie sind seit Jahren, bis auf einen kleinen Aussetzer, als Zürich Meister wurde, die Nummer 1 im Schweizer Fußball. Was davor der FC Basel lange war, ist jetzt IBE. Sie haben Darien Males zu sich lotsen können und haben mit Abstand den besten Kader der Liga. Sie sind auch aus meiner Sicht die einzige Mannschaft der Schweiz, die sich über die Gruppenphase in der Champions League hinaus halten könnte, wenn sie sich qualifizieren. Natürlich, der FC Basel ist ebenfalls international immer sehr gut dabei, aber für die Champions League wird es dieses Jahr sowieso nicht reichen und deshalb hoffe ich, dass zumindest ein Vertreter der Schweiz in der Champions League vorhanden sein wird. Wenn du die Schweizer Liga verfolgst und auch eine eigene Klassierung hast, ist das natürlich voll in Ordnung. Das ist jetzt nur meine persönliche Einschätzung und ich habe auch versucht, ein bisschen was Außergewöhnliches zu nehmen, damit es nicht sehr langweilig wird und mal gucken, was diese Saison so bringt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was mit dem neuen Modus auf uns zukommen wird und auch mit den neuen Mannschaften und mit den Mehrmannschaften. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, euch hat dieses Video und diese Prediction gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.